nach der großen Schwester. Folgt natürlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Imoto. Die Imoto. Ja, für die gibt's im Gegensatz zu Vater, Mutter, größere Schwester, meines Wissens nach nichts, wo man O und ein San davor und dahinter setzen kann, dass es dann irgendwie eine Sonderlesung gibt. Wäre mir zumindest nicht bekannt. Ja, Imoto. Das Wort sollte mittlerweile, wie gesagt, auch in welchen, die sich mit Japan ein bisschen beschäftigen und gerade mit Anime und Imoto Freunde sind, das könnte man ja schon fast als ein eigenes Genre abtun, Imoto Anime, gerade mit einem Kimetsu no Yaiba in dieser Season und der Neudefinition einer Best Imoto. Ich komme zu sehr vom Thema ab. Auf jeden Fall, das ist also die jüngere Schwester hier. Die Onlesung ist Mai. Und in Verbindung mit dem Zeichen, was wir davor hatten, für ältere Schwester, kriegen wir das Wort Shimai. Shimai. Und Shimai, also die ältere und die jüngere Schwester, zusammen sind Geschwister. Also Geschwister als Wort oder Schwestern. Zum Beispiel Ano Onishimai oder Futarishimai. Wenn zum Beispiel in ReZero darum ging, dass Beatrice von Rem und Ram gesprochen hat, also von den beiden Oni-Schwestern Rem und Ram, dann hat sie sie oft als Ano Shimai, also die beiden Schwestern, bezeichnet. Da ja, haben wir dann auch, wie gesagt, das Wort für Schwestern oder Geschwister. Shimai gibt dann auch Kyodai, aber zu dem kommen wir noch, weil wir großen und kleinen Bruder ja noch im Weiteren bekommen. Aber wenn es konkret um weibliche Schwesterverwandtschaft geht, dann benutzt man da im Regelfall Shimai mit ja, den Onlesungen von dem vorherigen Zeichen, dem hier. So, mit 8 Strichen geschrieben das Ganze. Hier haben wir ja die wieder das Zeichen links für Frau, Ona, was da mit drin steckt. Und das rechte sieht aus wie ein Baum. Benutze einfach den Spruch, meine jüngere Schwester liebt es, auf Bäume zu klettern. Ja, wir haben, auch wenn es nicht genau das Zeichen für Baum ist, weil da ein Strich mehr drin ist, haben wir damals von einer bildlichen Metapher her es auch als Baum angesehen. Und dann irgendwie so in Kombination, weil wir auch beide Zeichen gleichzeitig gelernt haben, einen Spruch draus gemacht, die ältere Schwester darf schon in der Stadt einkaufen, während die jüngere Schwester faul unterm Baum liegt. Oder so. So hatten wir das dann, glaube ich, gesagt, gehabt. Ich überlege gerade, ob wir noch irgendeinen anderen Merkspruch hatten, aber fällt mir ja, wenn, jetzt gerade nicht ein. So, Kundlesung ist? Imoto. Onlesung ist? Mai. Dann Schreibanimation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann auf zum nächsten Zeichen. 2 müssten wir, glaube ich, noch haben, wenn ich mich nicht irre. Hier kommt das nächste Kanji. 1, 2, 3, 4, 5. Ani. Das hier ist der ältere Bruder. Ani, die Kunlesung, beziehungsweise Onlesungen sind Kei. Kei wüsste ich jetzt auf Anhieb gar nichts, wo ich das als Kei kenne. Und ich hatte es ja im Prinzip schon gesagt, Kyo, das hier ist von Kyodai das Kyo, mit älterem Bruder zuerst entsprechend. Deswegen auch, das ist auch eine wichtige Onlesung durchaus. Und auch wie, ähnlich wie die ältere Schwester, wie Mutter und Vater, hat auch der ältere Bruder eine Sonderlesung, wenn man die Prä- und Suffixe O und San jeweils dahinter oder davor packt. Und zwar Oni-San ist dann eben eher umgangssprachlich für der ältere Bruder, also damit einem Ni-I, Ni-I. I, mit einem gelenkten Ni, wenn man so will. Ni und I. Oni-san. Ja. Bei allen gilt natürlich, dass man es auch verniedlichen kann mit One-chan und Oni-chan und Oka-chan oder Sama. Geht natürlich alles auch an möglichen Höflichkeitspräfixen dahinter. Wobei das meiste davon eher dann für Anzeigen von Beziehungsgeflechten in der Literatur oder in Prosa und so weiter steht. Während, glaube ich, aber da müsste ich tatsächlich mal Tandem machen mit Japanern und sie fragen, wie weit eigentlich so andere Suffixe, Anredesuffixe verbreitet sind in der Familie. Ich kann mir kaum vorstellen, dass heutzutage noch allzu viele junge Leute die Eltern mit Sama ansprechen, also Ka-Sama oder Oto-Sama. Das passiert ja dann meistens in Anime auch in diesen betagten Adelsfamilien irgendwie oder so oder in Ojo-Sama-Familien. Gut, ich komme wieder zu weit vom Thema ab. Auf jeden Fall also haben wir hier
Ja, genau die Eselsbrücke, die wir damals auch überlegt haben oder gelehrt bekommen haben. Die Gestalt von dem Bruder enthält das Zeichen für Mund, Kutschi, und das unten sieht aus oder sind im Prinzip wieder die zwei Beine. Deswegen derjenige, der groß, das große Maul auf zwei Beinen, also der immer die größere Klappe hat, das ist der ältere Bruder. Weiß nicht, ob das für viele Leute zutrifft. Ich bin ja der jüngere Bruder, habe ja einen älteren Bruder, aber mein älterer Bruder ist eigentlich ein ganz ruhiger, gelassener, cooler Typ. Falls er das hier jemals sieht, ich hoffe nicht, damit ich ihn nicht irgendwo mal heimlich schlecht geredet habe. Deswegen, also er ist nicht unbedingt eine große Klappe auf zwei Beinen, aber vielleicht kann es als Eselsbrücke durchaus helfen. So haben wir es uns gemerkt. Ja, also mein großer Bruder hat ein großes Maul und lange Beine. Gut, Kundlesung ist nochmal. Ani. Ani, auch dasselbe Ani, was man von Aniki kennt. Vielleicht auch einige kennen auch einige vielleicht von Anime, wo dann der Boss von der Gang oder so als Aniki angesprochen wird, was auch so großer Bruder mit aber so ein bisschen Nuance von Boss, von Anführer und so weiter hat. Na gut. Und dann Kundlesungen, Kei. Quatsch. Kyou. Onlesungen natürlich. Okay. Ani. Jetzt habe ich euch wahrscheinlich total durcheinander gebracht. Kundenlesung, Ani. Ani, Onlesungen, Kei. Kei Kyou. und Kyo. Ich sollte nicht immer so schnell klicken. Hatte ich die Schreibanimation nochmal? Ich glaube nicht. Dann nochmal der Mund mit 1, 2, 3 Zeichen und noch die Beine unten drunter. Insgesamt 5. Gut. Dann müssten wir, glaube ich, schon beim letzten Zeichen sein, wenn ich mich nicht verzählt habe. 1, 2, 3, 4, 5. Moment, 1, Otouto. 1, 2, 3, nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 müsste es sein. Ja, sind es auch. Muss man gleich nochmal die Schreibanimation angucken. Da war, glaube ich, der Übergang ein bisschen zu schnell, das hat mich irritiert. Ja, hier haben wir den jüngeren Bruder. Wir haben einerseits also die Imoto und hier haben wir den Ototo. Die Onlesungen sind entsprechend Tei, das sagt mir auch nichts. Dai ist das, was schon angedeutet worden ist von mir mit Kyodai, also für, ja, auch Geschwister, allerdings eher im männlichen Sinne, also Brüder, wenn man so möchte. Und das De ist auch durchaus eine nicht unwichtige Lesung. Das kenne ich zum Beispiel von Deshi, müsste das sein, was der Schüler ist, also der Schüler von einem Lehrmeister, zum Beispiel von einem Karate-Meister, also von so einem Kampf. Hört man sehr oft in Anime, die irgendwas mit Kampfkunst oder Kampfsport, Kunstsportarten zu tun haben, wo es dann den Meister eben, den Shisho oder Sensei gibt und der hat seine Deshi, seine Jünglinge, seine Schüler im Prinzip, Lehrlinge, ja, sowas in die Richtung. Kann auch religiös, genau, weil ich es ja sehr jung oder selbst gesagt habe, jünger, kann durchaus auch so religiös Anhänger oder jüngermäßig gemeint sein. Ja, von den beiden ist es mir, glaube ich, am ehesten geläufig, das D von der Lesung hier entsprechend. Deswegen auch nicht ganz unwichtig die D-Lesung hier. Die T wüsste ich jetzt spontan nicht, sagt mir nicht so wirklich, aber die anderen beiden On-Lesungen sollte man sich durchaus merken. Geschrieben mit 7 Strichen. Okay, das habe ich da drin auch noch nicht gesehen. Die Gestalt von dem jungen Bruder sieht aus wie ein süßes Dinosaurierkostüm mit Hörnern und einem Schwanz. Merk dir den Satz, mein junger Bruder mag es, sich wie ein Dinosaurier anzuziehen. Gut, ist crazier als jede Eselsbrücke, die ich sagen könnte. Mich erinnert das Zeichen, oder ich verwechsel es auch immer gerne mal mit dem Bogen, mit dem Yumi. Ich muss noch mal kurz gucken, wie der überhaupt aussieht. Genau, weil da steckt nämlich der Bogen, der Yumi mit drinne. Das ist praktisch dieser Bestandteil hier, diese 1, 2 und drei Striche in der Mitte, also Strich 3, 4 und 5, wenn man jetzt nach der genauen Reihenfolge geht, das ist ein Bogen. Und deswegen, da habe ich mir dann hier noch eine Sehne vorgestellt und Pfeil irgendwie rein und Finger, die hier an der Sehne ziehen oder am Bogen, irgendwie sowas in die Richtung. Deswegen, ich habe mir einfach der kleine Bruder ist der, der den Bogen immer überspannt. Irgendwie sowas in die Richtung. Also ich habe mir versucht, eine Eselsbrücke damals mit Bogen zu machen. Mittlerweile, die Eselsbrücken nach vielen Jahren, mit denen man sich anfangs Sachen gemerkt hat, sind auch ein bisschen aus dem Kopf raus. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sich sowas mit Bogen überspannt oder der kleine Bruder mag's mit kleinen Bögen zu schießen oder irgendwie sowas. Irgendwas mit aus Bogen habe ich da auf jeden Fall gemacht. Deswegen nur so als Alternativvorschlag zu dem, was hier steht. Ja, jüngerer Bruder, Ototo. Otouto. Ototo. Und die Onlesungen sind Hey.
Tei. Dai. Dai. De. Und de. So. Dann nochmal die ganze Schreibung mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Strichen. Also ein bisschen irritierend kann sein, dass das hier wirklich ein einziger Strich nur ist. Also 1, dann dieser horizontale ist wirklich nur der zweite und der wird von links angesetzt und dann hierhin vervollständigt. Dann geht man mit dem Pinsel normalerweise hier rüber und macht dann den ganzen Strich hier als eine Bewegung. Das zählt als ein Strich nur. Nun gut. Dann müssten wir durch sein. Kommt noch die Abfrage am Ende jetzt. Glückwunsch, du hast diese Lektion gemeistert. Oder noch nicht gemeistert, wir müssen erst den Test noch überstehen. Jetzt kennst du 7 mehr Kanji zusammen mit ihren englischen Bedeutungen und ihren Bedeutungen generell und ihren Lesungen. Gut gemacht. Ich mache mal die Maus wieder raus. Das hat sich gereimt. So, die Lektion ist vorbei. Jetzt muss ich euch abfragen. Ich hoffe, ihr habt gut aufgepasst. Los geht's. Was ist die Bedeutung von diesen Zeichen hier? Tja, das ist dieses Schnurrbartgesicht. Das habe ich entsprechend als den Vater deklariert. Also, es ist der Vater, aber ich habe es als Schnurrbartgesicht deklariert. Es gilt natürlich, wenn ich jetzt hier zu schnell bin mit dem Durchgehen und ihr erst selbst rätseln wollt, haltet das Video kurz an. Und überlegt selbst, und wenn ihr glaubt, es zu wissen, dann könnt ihr ja weiterspielen. Ich denke mal, dass ich hier auch relativ schnell durchgehen werde. Außer ich stelle mich selber total blöde an oder stehe mal irgendwie auf dem Schlauch. Deswegen, was sind die Kundlesungen von dem Zeichen hier? Ani oder Ane? Oya oder Shita? Haha oder Chichi? Ja, die beiden da unten widersprechen sich an sich schon. Die beiden hier oben eigentlich auch. Ani und Ane ist sowohl einmal großer Bruder, große Schwester. Und hier haben wir Mutter und Vater. Da ist es entsprechend Oya und Shita. Richtig, gut gemacht. Was ist die On-Lesung von diesen Zeichen hier? Tja, Bo fällt raus. Jetzt ist die Frage, ist es Shi oder Mai? Dazu muss man jetzt wissen, also Shimai ist ja das Wort, was ich gesagt hatte. Und dann muss man wissen, was davon die große, was die kleine Schwester ist. Das hier ist das Zeichen für kleine Schwester. Das haben wir als zweites erst gelehnt. Es kommt immer erst großer Bruder, dann kleiner Bruder, erst große Schwester, dann kleine Schwester. Deswegen ist das hier entsprechend Mai, weil das die kleine Schwester ist bei Shimai. Richtig, gut gemacht. Was ist die Bedeutung von diesen Zeichen hier? Vater, großer Bruder oder junger Bruder? Tja, das hat man als letztes gelernt gehabt. Das ist der mit dem Bogen, der den Bogen noch nicht ganz raus hat oder so. Der jüngere Bruder. Richtig, gut gemacht. Was ist das richtige Zeichen für die Bedeutung Mutter? Ist es das Zeichen oben, in der Mitte oder unten? Sind zwar alles drei Frauen, aber die links tatsächlich das Zeichen für Frau drin haben, das sind dann die ältere und die jüngere Schwester. Und hier mit den Sitzen, das ist dann die Mutter. Richtig, gut gemacht. Was ist die On-Lesung von diesen Zeichen hier? Ist es Shi, ist es Fu oder ist es Bo? So, wir erkennen, dass es wieder zu einer Schwester gehört und wir hatten vorhin schon das Mai von der kleinen Schwester, bleibt hier nach Ausschlusskriterium ja nur das Shi von Shi Mai. Richtig, gut gemacht. Glückwunsch, du hast das Quiz überstanden oder gut überstanden. Du bist schon gut dabei, deine Kanji zu meistern. Oder die Kanji zu meistern. Oh, die haben etwas Story. Leute, bitte versammelt euch. Shiro. Claire. Shiro, du bist ja früh wach. Nun, wie immer. Ich habe herausgefunden, was wir tun können, um die Obake zu stoppen. Ernsthaft? Oh, Mensch, du machst doch keinen Scheiß. Frag ihn doch sowas nicht, Fred. Glaubst du, Shido ist jemand, der wegen über sowas lügen würde? Ja, schätze, du hast recht. Shido, bitte sag uns, was dir vorschwebt. Okay, hört genau zu. Ihr habt mir alle wertvolle Informationen zukommen lassen in der Zeit, in der wir zusammen waren. Ihr habt mir erzählt, dass das meiste von Japan in die Obake-Welt, ja, geisekeit worden ist, also transportiert worden ist. Zunächst zweifelte ich an dieser Möglichkeit. Aber dann wurden wir von diesem Mönch Masakuni attackiert. Er war bereit, unser ganzes Dorf in die Obake-Welt zu transportieren. Und jetzt habe ich herausgefunden, wie er das bewerkstelligen kann. Ich
habe herausgefunden, wie alles in Japan einfach verschwunden ist. Erzähl weiter. Die Antwort liegt in den Schreinen, die überall im Land verteilt sind. Sie stehen aber noch. So viel konnten wir uns ja schon selbst denken. Schreine aus jeder Stadt. Die Schreine meiner Kindheit, sie sind immer noch intakt. Jeder in unserer Gruppe ist heute nur hier, weil wir innerhalb der Schreine uns befanden, zu dem spezifischen Zeitpunkt, als alles andere verschwand. Wenn ihr euch erinnert, ich habe die Möglichkeit erwähnt, dass die Obake von einer Bruderschaft von Mönchen vor vielen Jahrhunderten erschaffen wurden. Stimmt, soweit waren wir auch schon in der Story. Was, wenn es die, genau diese Mönche sind, die Schreine überall in Japan gebaut haben? Hatte ich auch schon erwähnt, dass das Spiel sehr lax umgeht mit Shintoismus und Buddhismus und Schrein und Tempel, was Bezeichnung angeht, weil Mönche, buddhistische Mönche eigentlich nicht unbedingt was mit shintoistischen Schreinen zu tun haben, sondern man da eher von Tempeln reden würde. Ich glaube, darüber habe ich mich schon genug in der Vergangenheit im Laufe des Let's Play echauffiert. Ich weiß es noch nicht mehr, weil es einige nur ein paar wenige Tage her ist, seit der letzten Aufnahme. Was, wenn jeder Schrein in einer ganz bestimmten Position, an einem ganz bestimmten Ort gebaut worden ist, um genügend Kraft zu kanalisieren, alles in eine andere Welt zu transportieren? Indem man dann Gebete, magische Worte und so an jenem Schrein überall im Land rezitierte, würde eine große Kraft darauf beschworen. Genug Kraft, um Menschen und Objekte in eine andere Welt zu transportieren. Aber diese Gebete hätten alle zur selben Zeit rezitiert werden müssen. Hunderte, vielleicht Tausende von Gebeten gesprochen zur selben Zeit, überall im gesamten Land. Wie soll sowas möglich sein? Die Antwort darauf kam mir plötzlich am heutigen Morgen. Jeder Einzelne hier von uns hat ein Gebet an einem Schrein abgeliefert. Genau in dem Augenblick, als die Städte vor unseren Augen verschwanden. Überall im Land haben die Menschen Japans, also die Japaner, Gebete rezitiert. Und genau in dem Augenblick hat sich alles verändert. Ihr wurdet doch von einem wandernden Mönch in einen der Schreine gelockt. Aber... Aber wie ihr euch entsinnt, haben alle denselben Mönch anscheinend zur selben Zeit gesehen. Ja, wir haben Masakuni an jenem schicksalhaften Tag gesehen. Ja, Masakuni. Oder zumindest habt ihr einen Obake gesehen, der sich als Masakuni verkleidet. Hä? Überall im Land haben alle denselben Mönch getroffen, zur selben Zeit. Die Obake sind Gestaltwandler. Und wenn sie mit dem wahren Masakuni zusammenarbeiten, dann wäre es durchaus möglich, dass sie seine Form annehmen. Indem sie die Form eines Menschen annehmen, eines weltlichen, friedvollen Mönch, wären die Obake in der Lage, die Menschen überall im Land zu überzeugen, ihre Gebete abzuliefern. Diese Gebete beinhalten die Hoffnung und Träume der Menschen. Bei mir beinhalten andere Dinge die Hoffnung und Träume. Na gut, eher eines Mannes, stimmt. Man sollte den Mann alleine nicht als Menschheit bezeichnen. Sonst werde ich hier noch als Sexist gebrandmarkt. In diesem kleinen harmlosen Spiel. Solche Wünsche sind mächtige Katalysatoren uralter Magie oder in uralter Magie. Indem sie ihre eigenen, fremden Gelüste in die Gebete gesponnen haben, haben die Obake die Wünsche der Menschen in, einen Wunsch für eine schreckliche Katastrophe umgewandelt. Und innerhalb von Sekunden ist das Japan, wie wir es kannten, verschwunden. Einfach weg. Alles wurde in die Obake-Welt transportiert. Was dann dafür sorgte, dass dieses Land reif zum Pflücken war für die Obake. Und sie eindrang. Verstehe. Wilde Verschwörungstheorien hier. Shiro, bist du dir sicher, was diese Theorie angeht? Das bin ich. Also, vielleicht ist sie noch nicht ganz fertig poliert, aber ich glaube, dass zumindest alles, was ich gerade ausgesprochen habe, im Bereich des Möglichen ist. Um dich noch eine letzte Sache zu fragen, was können wir dagegen unternehmen? Du hattest erwähnt, dass die Mönchen Amane, euch geraten hat, ein weiteres Gebet an einem Schrein zu vollziehen.
Und als ihr das getan habt, habt ihr euch selbst in der Obake-Welt auch wiedergefunden, nicht wahr? Ja, das stimmt. Und ihr habt erwähnt, dass ihr in der Lage wart, in diese Welt zurückzukehren, indem ihr an einem identischen Schrein in der Obake-Welt ein Gebet rezitiert habt, nicht wahr? Ja. Daher glaube ich, dass die Schreine in Japan alle korrespondieren mit einem identischen Schrein, der sich in der Obake-Welt befindet. Stellt euch die Obake-Welt als eine Spiegelwelt unserer eigenen vor. Wir müssen dorthin gehen und unsere ehrlichsten Gebete an jedem einzelnen Schrein aussprechen. Indem wir das tun, könnten wir womöglich den Zauber, den die Obake gewirkt haben, rückgängig machen. Wenn wir Glück haben, wird alles in Japan wieder in seinen Ursprungszustand zurückkehren. Das klingt nach ziemlichem Glücksspiel. Was, wenn es keine weiteren Schreine innerhalb der Obake-Welt gibt? Wenn mein Verständnis der Obake-Magie korrekt ist, dann muss jeder Schrein ein Gegenstück in der Obake-Welt haben. Denn ohne dieses Gegenstück würden die Gebete, die in Japan gesprochen werden, einfach ins Nichts verschwinden und keine Wirkung erzielen. Shiro, das ist ein sehr riskanter Plan. Und deine Theorie ist nicht kugelsicher. Mir fallen mindestens ein Dutzend Wege ein, wie du falsch liegen könntest. Ja, das weiß ich. Und deswegen mache ich mit. Du kennst mich. Ich brauche keinen fertig ausgetüftelten Plan. Du kannst auf mich zählen. Danke, Claire. Ich weiß ja nicht, ob das Ganze funktionieren wird und so. Was, wenn wir nicht nach Japan zurückkehren können? Was, wenn wir für immer in der Obake-Welt gefangen sind? Naja, wir haben es ja schon einmal zurückgeschafft, nicht wahr? Wieder zurückzukommen sollte doch das Einfachste der Welt sein. Und es ist ja nicht so, als gäbe es viele Gründe, einfach nur hier zu bleiben. Wir sind sowieso die ganze Zeit in Gefahr. Also, was macht es da für einen Unterschied, wenn wir in die Obake-Welt reisen? Ich schätze, ihr habt recht. Ich denke, wir müssen Shiro vertrauen. Seine Theorie hat durchaus, ja, seinen Kern oder seine guten Punkte. Danke. Letztendlich liegt es an jedem Einzelnen von euch, ob ihr mitmachen wollt oder nicht. Ich werde keinen von euch zwingen. Aber wenn ihr euch entschließt, mitzukommen, dann bitte seid euch bewusst, dass das unsere gefährlichste Mission bislang ist. Oder überhaupt bisher. Hana-Sensei, können wir uns eventuell ein wenig vorbereiten, bevor wir in die Obake-Welt eindringen oder ziehen? Ja, ich würde mich ein bisschen sicherer fühlen, was das Ganze angeht, wenn ich ein bisschen mehr Training erst absolviert habe. Die Kinder ja haben ein paar gute Argumente, Hana. Oder ja, sagen da ein paar wichtige Sachen. Ich stimme ihnen zu. Okay, das ist kein Problem. Wir werden uns ein wenig Zeit nehmen, um uns vorzubereiten. Ja, ein guter alter Dungeon-Crawl würde eine gute Möglichkeit sein, ein bisschen unsere Erfahrungen aufzupeppen. Vielleicht können wir sogar aufleveln. Ein Dungeon-Crawl? Was schlägst du vor, Frederick? Wir sollten auf einem Berg in der Nähe trainieren gehen. Ich bin sicher, dass der voll mit Obake ist. Also in einen Dungeon, der meistens irgendwo sich im Untergrund befindet, weswegen ja auch Dungeon, Höhle und so heißt, und auf einen Berg hinaufgehen, sind für mich zwei konträr laufende geografische Punkte, aber die Logik lasse ich mal außen vor. Vielleicht kann Dungeon auch tatsächlich einen Berg als Ort der Gefahr oder so meinen. Ich weiß nicht genau. Da bin ich dann nicht RPG-mäßig von den Begriffen her zu sehr behaftet, auch wenn ich es eigentlich sein müsste bei so vielen RPG, die ich spiele. Egal. Da sind bestimmt ganz viele Obake. Keine schlechte Idee. Okay, dann tun wir das, was Frederick vorgeschlagen hat. Wirklich? Ist doch eine gute Idee. Also nichts wie los. Gut, also kein Angriff aufs Dorf diesmal, sondern es geht dann tatsächlich mit Story weiter. War kein neues Kapitel, also müssten wir hier das schon abgeschlossen haben. Ich würde sagen, wie spät haben wir es jetzt? Ich habe eigentlich viel zu lange aufgenommen. Ich werde das Ganze wahrscheinlich doch in 3 Folgen irgendwie geschnitten haben. Wir greifen kurz nochmal hier ein bisschen Geld ab. Wir könnten natürlich auch den Dungeon da machen, den Baumhaus-Dungeon. Das würde natürlich auch gehen, wenn wir noch ein paar Orbs bekommen.
Gut, aber dann würde ich sagen, speichere ich das erstmal an der Stelle. Ist mir ja oft genug in der Vergangenheit passiert, dass ich nicht gespeichert habe. Zack. Und dann würde ich sagen, wenn ich erstmal die Aufnahme hier an dieser Folge mal gucken. Ich kann nicht versprechen, dass dieses Let's Play regelmäßig weitergeht. Hier werde ich immer Aufnahmen und Folgen von machen, wenn ich wirklich Lust und Zeit drauf habe. Ansonsten stelle ich gerne andere Spiele vor, auf die ich gerade wirklich ein bisschen mehr Spielbock habe. Aber ich dachte mir, als immer noch Japan-Student, Japanologe und Japan-Lernender, ist es immer noch mal eine gute Möglichkeit, zu seinen Basics und seinen Wurzeln zurückzukommen und auch sowas hier zu spielen. Und eventuell auch für die, die wirklich auf das Let's Play und weitere Folgen gewartet haben, immer mal was nachzuliefern. Seid noch nicht enttäuscht, wenn es mal wieder etwas länger dauert. Dann schnappt euch ein Snickers. Hashtag Werbung. Unbezahlte. Einfach so. Ja, ich kann auch nicht versprechen, dass es nicht wieder 8 Monate dauert. Ich meine, wenige Tage. Ich hoffe, dass es nicht so lange wird. Deswegen hängt natürlich von meiner dann immer aktuellen Arbeitssituation ab. Das, wie gesagt, ich verspreche nichts mehr und halte aber alles. Wenn das irgendeinen Sinn ergibt. Gut, jetzt an der Stelle aber wirklich Matane. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.